Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Matt Burago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry Primal, dem lustigen Jagdspiel von ungemütlichen Gesellen hier. Zum Beispiel den da. So, dann frisst du mal. So, so geht das nämlich auch hier, mein Freund. Mr. Pets. Ruckzuck mal. Okay. Der Mammut ist ein bisschen am Brennen. Der hat den Arsch, den Arsch voll Feuer sozusagen. Oh, hier liegt noch einer rum. So, hier liegt noch Speer rum. Ich weiß nicht mal, wie viel Speer haben wir denn jetzt? Eins hat der Spaß wieder gekostet hier, das Füllen. Mal auch wieder mal alles auffüllen, was geht. Wenn wir mal vollzählig wieder sind. So. Eigentlich ist unsere Aufgabe, unser Ziel, einen vernarbten Waschbären dazu jagen. Der aber irgendwie auf der anderen Seite. Okay. Okay, du bist ja mein Freund hier. Ach, da. Okay, wir kümmern uns jetzt mal nicht um jeden Quatsch. Weil da kommen wir nie voran. Irgendwann müssen die Jungs auch mal alleine auf die Reihe kriegen. Und dazu gehört, dass ich auch mal gegen die Isila. Genau, Isila heißen ja, durchzusetzen. Ziegen. Oh, zwei Pfeile reingerammt in der Vieh. Naja, ein Pfeil wieder zurückgekriegt. Auch eine schlechte Ausbeute. Aber dafür zweimal Fleisch. Okay. Die spannende Frage ist, finden wir jetzt den Waschbären? Aber wir haben noch Fähigkeitspunkt. Sollen wir vielleicht mal reingucken. Fähigkeitspunkt wäre natürlich das hier. Den brauchen wir auf alle Fälle. Hinterlistige Bestien zähmen. Jetzt zähmen wir Höhenbär Dachse. Setze Köder ein, um sie zähmen. Das sollten wir auf alle Fälle mitnehmen. Weil das könnte hilfreich sein. Genau, da haben wir schon den ersten. Okay. Mal gucken, ob sich jetzt hier. Okay, der interessiert sich dafür. Dann gucken wir, dass wir uns auch für ihn interessieren, ja. Tada, wir haben Höhlenbär gefällt. Dann geht das doch super aufwärts hier. Der ist groß und hässlich. So. Und ungemütlich. Wir können natürlich den Greifhaken hier ansetzen oder einen epischen Sprung nach unten machen. Ist hier irgendwas drin, was uns töten wird? Ja, was soll's? So viel zu dem Thema epischen Sprung ins Wasser. Ich wollte eigentlich mehr anlaufen geben. Da war ja dann dieser komische besagte Bär, den wir gefangen haben. Hinter uns. So. Ich weiß nicht, das Kostüme ist extrem kacke, weil wenn du schwitzt, fängt das Ding an, tierisch zu jucken. Aber wir werden unser Bestes tun, solange es geht, noch durchzuhalten. Okay. Wir müssen nach da. Die Frage, wie kommt man am besten da? Überleg gerade, ob es sich lohnt, hier lang rum. Eigentlich gibt es eigentlich nur einen Weg. Und wir müssen irgendwie darauf. Oh. Oh, wo gibt es hier schon wieder Stress? Apropos Stress, vielleicht sollten wir auch nochmal hier in den Beutel reingucken, ja. Da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Und bitte, was haben wir da zum Mitnehmen? Oh, hier auch noch was. Oh. Steinchen. Felle. Beuteltasche. Weiße Hirschhaut, okay.
und Affenfelle. Das sind Ziegen. Das sind Schildkröten. Und das sind Affen, die da irgendwie miteinander spielen. Gut, ist jetzt auch egal. Oh. Auch einer von uns. Davon haben wir genug. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu dunkel. Ich kenne ja mein Problem mit Dunkelheit. Und hier Videospielen, das ist nicht so meins. Da wir mal mein Nickerchen sorgen dafür, dass es wieder helle ist und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Irgendwie müssen wir dann in der Lage sein, den komischen Waschbänder zu fangen. Okay. So, es ist morgens. So, schick. Da lohnt sich auch noch mal gleich der Blick in die Beutetasche rein. Oh. Und im Großen und Ganzen haben wir davon ja alles so viel. Schwarze Rothunde. Hier oben haben wir ja alles voll gemacht. Gut. Dann können wir den eigentlich auch reiten, ja? Weil er natürlich extrem supi wäre. Den können wir streichen. Na egal. Also machen wir es wieder auf den Weg. So. Gleich nochmal. Splitter Takedown, die Nachbarn begrüßt. Und Fähigkeitspunkt. Achso, den looten wir ja gleich. Das ist das nächste. Ich glaube, mit dem einen Fähigkeitspunkt kommen wir nicht mehr weit. Okay, daran. Okay, der geht wieder. Ist wahrscheinlich auch besser so. Ach, einer von uns. Die sind fleißig auf der Jagd. Und wir müssen ja mal irgendwie nach da oben kommen. Schlecht gelaunte, grummelige Bär ist dabei. Okay, hier können wir nach oben klettern. Oh. Hier ist wieder eine Höhlenmalerei, wobei ich bitte immer noch nicht weiß, was ich mit dir tun soll. Das ist auch doof. Wer eine Idee hat, wie das mit den Höhlenmalereien funktioniert, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, aber wir können mit denen nicht wirklich interagieren. Der kann ja das gerne mal in die Kommentare schreiben. Entweder ralle ich was nicht, hab was übersehen oder dergleichen. Jedenfalls habe ich keinen Plan, was wir mit den Höhlenmalereien sollen. Weil fotografieren geht ja nicht. Smartphone haben wir nicht dabei. Oh, da haben wir. Wie hat der das jetzt so schnell hier rauf geschafft? Ah, muss ich nicht wissen. Wir werden einfach mal vorsichtig weitergehen, ja, Rotblatt. Und versuchen mal, die Mammuts ein bisschen zu umgehen, weil auf die habe ich jetzt keinen Bock mehr. Aber wenn wir gleich dem nächsten in die Arme laufen, wa? Ja, da. Oh, gut. Super. Okay. Dann werden wir hier den Weg nach oben gehen, hier. Okay, den einen hat's zerbröselt. Okay, sind wir hier in der Lage, ihn zu treffen, oder was, ja? Ja, wer so schlecht schießt, hat es auch nicht besser verdient. Der muss halt dann Pfeile basteln. Ganz einfach. Wer zu doof zum Schießen ist, muss basteln. Gut. Da sind auch Mammuts. Aber nur ein kleines. Das können wir hier hinten lang rum umgehen. Ja, mal, das ist nicht so schlecht. So schlecht gelaunt. Den würde ich ja so gerne reiten. Andersrum, den Dachs kannst du ja auch nicht reiten. Okay, hier gibt es eine Hand. Okay, hier gibt es irgendwo eine Hand.
Mal gucken, ob wir die finden. Bestimmt hier oben drauf. Nö, keine Hand. Sehr merkwürdig. Obwohl die eindeutig angezeigt wird, dass es hier irgendwo eine Hand geben sollte. Die keine zu sehen. Hm. Oder es gibt hier wieder eine Höhle, auf die wir, wo wir mal runter müssten. So, das ist nichts. Ah, da haben wir was zum Sammeln. Mal gucken, was das ist. Südstein. Südstein-Ahorn mitnehmen. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass wir die Hand nicht finden. Obwohl die ja irgendwo hier sein sollte. Ist ein bisschen ernüchternd. Hm. Schade, schade. Keine Hand da. Gut, dann gehen wir einfach mal kurz weiter, ja. Dann rennen wir gleich auf das nächste Mammut zu. Jo. Lass die Finger von dem Mammut. Wir versuchen mal hier weiter hochzukommen. Weil, wenn wir da oben sind, das Mammut da unten ist, alles supi. Ich bin mal gespannt, wie der Bär das schafft, wieder hier hochzukommen. Was ist das? Das sieht spannend aus, Südohren. Okay. Dann kommen wir gleich wieder zu dem Wasserfall. Wir versuchen es aber mal oben rum. Ah, Ziegen. Okay, ein anderer Höhlenbär. Das führt zu Konflikten. Wenn zwei in einem Revier sind. Ach ja. Was für ein Zufall, wir sind wieder da, wo wir abgenibbelt sind. So. In der Nähe befindet sich ein bisschen... ja. Also diesmal versuchen wir es aber nicht mit springen. Diesmal versuchen wir es mit... Wir klettern runter. Aber um einen weiteren Haken zu setzen... Nö. Wir können hier dann bloß die Variante mal runterspringen. Spannend ist natürlich, ob wir jetzt hier irgendwie... Ist ja irgendwo eine Schlange. Ah, da wäre auch voll reingelaufen hier. Alles Mistvieh. Oh, hier. Da sagen wir nichts dazu hier. Mal gucken, ob wir irgendwie die Chance haben, den Bestienmeister-Geschichte. Okay, immer noch Südsteinstaub mitnehmen. Ja, schön, dass du dich da schön bequem machst, mein Freund. Ah, da ist eine Höhle. In die Höhle müssen wir rein. Und da drinnen ist ein pissiger Waschbär. Würde ich mal vermuten. So. Da werden wir uns hier ganz langsam mal reinschleichen. Okay. Das heißt tauchen. Zum Glück ist es helle. Ja, hör mal, es gibt ja keine. Raufgeklettert. Haken werfen hier. Raufklettern. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Weil hier ist er mal so sichtmäßig 0-0. Oder ein Beutel. Der uns ja sagt, davon hast du schon genug.
Hier geht's vor sich. Ich sehe nichts, ihr seht bestimmt noch weniger, also passt ja. Okay. Vielleicht doch mal die Variante nehmen, wir kurz anzünden, ja. Anzünden und Jagdblick, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Lösung. Okay. Da ist er. Okay, Unicorn Edition. Schön, da ist jemand am Spielen. Oh, den hat's gleich zerlegt. Okay, da brauchen wir einen anderen Bogen, einfach mit mehr Präzision hier. Oh, der eine hat gesessen und der nächste auch. In your face. Ja, gibt's hier weiter mit der Keule. Okay, mein Freundchen, du bist da hinten. Dann machen wir folgendes hier. Einmal ein bisschen Feuer legen hier, mein Freundchen. Und dann gibt's hier... Ja, so geht das auch. Alles klar. Neues Gebiet, erkunde die Höhle. Das werden wir auch tun, ja. Haben wir hier die Geschichte. Untersuchen. Chawahars Mash Hasan Jawa. Okay, das hört sich nicht gut an. Ja, okay. Die Untersuchungsgebiet auf der Minikarte enthält Spuren, die von großen Biestern hinterlassen werden. Ein großes Biest könnte gezähmt werden. Dafür musst du sie allerdings zunächst besiegen. Solltest du sterben, bleiben die Wunden, die du dem großen Beste zugefügt hast, für die nächste Jagdversuch erhalten. Das ist schön. Lagerfeuer entzünden. So, damit wissen wir, was wir als nächstes zu tun haben. Und zwar, wir müssen erstmal unsere Zeugwehr auftanken. Und dann geht es damit weiter. Den soll man vielleicht ausmachen, damit es nicht unbedingt brennt. Auf der Minimap sagt er uns, da sind aktuelle Ziele. Da finden wir auch was. Ja, ist ja den einen zerrissen. Und hier ist unser Bär. Super. Da werden wir als nächstes damit weitermachen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Far Cry Primal. Wir machen hier und Feierabend. Mit dem Bären geht es weiter. Jagdmission. Da wird sich jemand freuen, dass wir uns den Jagdmission annehmen. Und ich auch. Bis dahin, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mir denkt, das ist eine super Idee. Oder wenn es euch einfach gefallen hat. Oder einfach danach gebt Daumen nach oben, das hilft mir weiter. Sonst kann ich nur eins sagen. Ich bin Mac Vurago und sag Servus und Ade.